holt die Fahnen raus für den VfL Wolfsburg. Irre in dieser Saison. 18 Pflichtspiele, 17 Siege und ein Unentschieden. Heute zu Gast die Turbine aus Potsdam. Und die spielten gegen ihre alten Mannschaftskameradinnen Svenja Huth, unter anderem hier im Bilz, und auch Felicitas Rauch. Die beiden wechselten vor der Saison im Doppelpack von Potsdam nach Wolfsburg. Ja, wie geht man in so ein Spiel gegen den unangefochtenen Tabellenführer? Am besten relativ lange die Null halten. 32 Sekunden gespielt, 1:0 für den VfL Wolfsburg. Die waren brutal unterwegs und gingen sehr, sehr früh in Führung durch Ewa Pajor. Die polnische Nationalspielerin hier bedient von der Ex-Potsdamerin Svenja Huth, die mit dem Assist, Pajor mit dem Tor, ihr 10. in dieser Saison. Guter Start für den VfL also, und die legten auch gleich nach, nur 10 Minuten später die nächste Aktion. Wieder ist Svenja Huth die Vorbereiterin und in der Mitte diesmal Pernil Harder. 11. Minute, 2:0 VfL. Der zweite Assist für die Ex-Potsdamerin und Pernil Harder mit ihrem 21. Saisontor im 14. Einsatz. Wahnsinn. Man sieht aber hier, dass der Ball nicht angekommen wäre, hätte Höbinger nicht abgefälscht. Harder macht das dann natürlich im Stile einer Top-Torjägerin eiskalt. Der Anstoß nach diesem Treffer für die Turbine aus Potsdam und gleich der Vorwärtsgang bei den Gästen. Lena Gößling ist erstmal dazwischen, aber keine Anspielstation. Wohin mit dem Ball? Wohin mit dem Ball? Aber doch nicht zur Gegenspielerin. Lara Praschnika, 12. Minute, der Anschlusstreffer. Da waren die Wölfe-Fans noch am Feiern mit ihrem Stadionsprecher. Da kam die slowenische Nationalspielerin und verkürzte in dieser Partie. Haarsträubender Fehler natürlich von Lena Gößling. Das passiert ihr normalerweise nicht. 55 Sekunden zwischen dem 2:0 und dem 1:2. Eiskalt gemacht. Keine Chance für Lindahl. Aber wieder, nur eine knappe Minute später auf der anderen Seite. Fridolina Rolfö, die schwedische Nationalspielerin, setzt sich super durch gegen Siems. Und in der Mitte Alexandra Popp. Alter Vorsprung wiederhergestellt. 14. Minute, 3:1. Diesmal lagen 89 Sekunden zwischen dem 1:2 und dem neuerlichen 3:1. Insgesamt also in gut 2,5 Minuten zwischen der 11. und der 14. Minute 3 Treffer. Dann passiert erstmal lange nichts, bis kurz vor der Halbzeitpause dieses Foul von Johanna Elsig. Der Arm draußen, dafür gab es Gelb. Und dann gab es noch ein Nachgerede von Johanna Elsig. Gelb-Rot, die Reaktion von Katrin Rafalski. Blöde Aktion von Johanna Elsig. Die Turbine in der ersten Halbzeit dann doch mit argen Flugschwierigkeiten. Im zweiten Durchgang lange nichts. Der VfL verwaltete in Überzahl dieses Ergebnis. 80. Minute schon. Alexandra Popp mit einer guten Idee für die eingewechselte Janet Jakapfi. Und die mit ihrem 3. Saisontor zum 4:1. Da war der Deckel drauf. 10 Minuten vor dem Ende. Keine Chance wieder für Vanessa Fischer, die einem leid tun konnte im Potsdamer Tor. 3 Minuten vor dem Ende bekam eine weitere Eingewechselte den Ball. Hier Pia Sophie Wolter mit der Vorlage für Ewa Pajor. 3 Minuten vor dem Ende das 5:1. Ewa Pajor hatte das Ganze hier begonnen nach 32 Sekunden mit ihrem Führungstreffer zum 1:0. Und sie machte auch den Deckel drauf in der 87. mit dem 5:1. Damit also im 19. Pflichtspiel in dieser Saison der 18. Sieg für den VfL Wolfsburg. Gratulation. Nur noch eine der Frage der Zeit, bis es heißt, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Kopf hoch, Turbine Potsdam in der ersten Halbzeit gut dabei, in der zweiten Halbzeit dann in Unterzahl, allerdings chancenlos. Top-Spiele der Feueralarm Frauen-Bundesliga live bei Magenta Sport.